Bios, grüezi. Het freut mich, dass er so zahlreiche Schäden sind zu diesem Ausfährtchen. Damit klar ist, mein Geburtstag war vor eineinhalb Jahren schon gesehen. Aber Corona hat natürlich mehr einen Strich auf die Rechnung gemacht. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich tue mal jetzt das Datum setzen und ich sehe, stimmt alles. Da bist du recht. Übrigens, er hat dieses Jahr auch Geburtstag gehabt, nicht nur letztes Jahr. Ja, aber ist er jetzt Rentner? Nein, noch nicht. Ja. Das wäre ich noch mehr im Dreikonto weg. Richtig so. Nein, zum heutigen Tag. Wir werden ein bisschen mein Heimatkanton durchfahren. Baselbiet. Mal ich zeige da. Gewisse Strecken haben auch noch nicht gefahren, die ich heute wieder ein bisschen durchfahre. Ich befürchte es, ja. Weil ich kenne das. Wie das keine Rolle ist, auch noch gut. Wir werden jetzt in die Richtung fahren. Das Problem ist, hier oben nach der grossen Kurve ist eine Baustellenampel. Dass wir zusammenbleiben. Blocken muss ich glaube nicht mehr sagen, wir sind glaube ich genug gefahren, das weiß jeder wie es geht. Wenn einer sich nicht getraut, dann soll er es halt nicht machen. Aber es gibt gewisse Ecken, wo ich wirklich froh bin, wenn geblockt wird. Wir werden jetzt ca. knapp eineinhalb Stunden ein bisschen unterwegs sein. Genau, der richtige Zeitpunkt zum Beiseln. Urologische Pause. Wir werden also keinen Stress haben. Schaut einfach, dass ihr zusammenbleibt. Nicht riesen Locken geht zwischen drin. Und was, ich muss jetzt gleich erwähnen: die letzte Ausfahrt ist leider passiert. Es ist einer neben rausgefahren. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Er hat keinen einzigen angehalten, wir sind alle weitergefahren. Er hat probiert nachher noch aufzuholen, hat aber nicht gewusst, ob er durchfahren ist er eingegangen. Weil ich sage das gleiche wie der Ross. Der vordere schaut immer ein bisschen in den Rückspiegel, ob der hintere noch da ist. Und dann, wenn etwas so wieder vorkommt, einfach anhalten. Dann gibt es eine Kettenreaktion gegen vorne, dann halte ich dann auch mal an, wenn ich das sehe. Aber wenn ich das natürlich nicht sehe, fahre ich zu vorne, oder? Oder anrufen. Oder ein Telefon.